Herzlich willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Wir spielen heute ein neues Tower Defense Game, Bloons 5. Wir spielen heute Snake River auf Hard. Dann schauen wir mal, was wir draus machen können, Leute. Wir fangen mit Monkey Ingenieuren. Das ist wohl die beste Lösung, würde ich jetzt mal sagen. Setzen ihn hier hin. Los geht's, Runde 1 bis 85. Und wir sind schon in Runde 2. Können wir jetzt durchrascheln bis Level 10, bis wir die Palme haben, den Bananenbaum da. Runde 3. Ein Geschütz kriegt er spendiert, wie immer. Das sollte helfen. Zack, das war's schon. Und jetzt wird Geld gesammelt bis Runde 10. So, nachdem wir eine Schweigeminute hingelegt haben für die armen Bloons, die Opfer meiner Monkeys, geht es weiter mit dem Bloons töten. Wir sind in Runde 8. Runde 9. Und gleich ist meine Palme da. Yeah. 1080. Brauchen wir, sollten wir haben, Ende Runde 9. Und haben wir. Wo pflanzen wir sie an? Hier. Los geht die Party, Runde 10. Ich muss sagen, die Geschütze stehen eigentlich super gerade. Könnte nicht besser laufen. Ist ganz guter Platz für den Monkey-Ingenieur hier. Runde 10. Upgrade-Time für Kohle. Runde 11. Runde 12. So Leute, in dieser Runde möchte ich mal etwas Lustiges versuchen, um es spannender zu machen. Ich hoffe, wir schaffen es natürlich auch. Ich möchte nur eine Art Tower machen und das wird sein meine geliebte Spike Factory. Nur dieser Tower, sonst gar nichts. Und Bananenfarmen natürlich. Natürlich werden wir den dann verkaufen, früher oder später, das ist klar. Und er kommt, oder sie kommt, hierhin. So, den verkaufen wir gleich. Und der kriegt dafür ein Upgrade. Dass da auch nichts durchkommt. Wir sind in Runde 14. Das ist eine Herausforderung, weil nur Spike Tower ist mit Sicherheit eine Herausforderung, Leute. Das wird noch spannend. Also, wir spielen übrigens auf Hard, also nix easy oder sowas. Ja? Es sind schon die hinteren Strecken, ihr wisst, die hauen ein bisschen mehr rein. Also, blöd spielen darf man sich dann auch nicht, ne? Ist eine zusätzliche Herausforderung und schauen wir, ob wir es schaffen. Nur Spike Factories und Bananenfarmen. Das wird meine private Challenge, kann man sagen. Ja? Runde 16. Wow. Wow, wow, wow. Wie sieht's hier aus? Bald können wir es uns leisten. Zack, können wir uns leisten. Runde 17. Runde 18. Die Spike Factory muss dringend mehr Spikes machen, sonst wird es ein Problem hier.
aber es läuft ganz passabel, muss man auch dazu sagen. Runde 19. Und der zweite Bananenbaum geht sich aus. Runde 20. Mit Upgrade, dem ersten. Ah, jetzt komme ich schon mit den Schwarzen. Das wird ein bisschen stressig, aber es geht auch noch. Runde 21. Wir müssen das hier upgraden, weil das wird uns echt zu haarig. Später die Bananenbäume, wir brauchen mehr Spikes einfach. Runde 23. Nächste Runde kommt der eine Camouflage. Wir sammeln hier Kohle. Kaufen uns dieses Upgrade, damit er mehr reinhaut. Und als nächstes wieder Spike Factory. Wir brauchen mehr Spikes. Wir werden auch diese Hot Spikes jetzt zuerst kaufen, dann sind wir gesichert gegen die Stahlbloons. Dass da man nichts mehr durch kann dann. Runde 27. Wir brauchen dringend mehr Spikes, Leute. Hoppala, 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 da will doch nicht wer vorbei hier. What the... Fuck, hätte ich fast gesagt. Ja, jetzt ist schon ein bisschen haarig. Mehr Spikes. Los geht's, Runde 28. Runde 29. Nur Spike Factories in dem Level. Das wird noch lustig. Es ist ein bisschen schwerer, weil wenn dann diese Stoß, wie soll ich sagen, stoßmäßig diese Bloons kommen, alle nacheinander, dann wird es ein bisschen haarig. Runde 30. Runde 31. Runde 32. Wir können die dicken Spikes kaufen. Runde 33. Hier wird bald ein Upgrade fertig für Kohle. Und Runde 34. So, gleich einmal genug Kohle. Upgrade. Runde 34. Upgrade, Runde 35. Und Runde 36. Haben wir genug Kohle? Noch nicht, aber bald. Runde 37. Und Upgrade. Jetzt gibt es mehr Moos. Runde 37. Kommen ein paar Stahlblons. Sind aber überhaupt noch kein Problem. Runde 38.
Oh. Die Blondes geben nicht auf hier. Es wird Zeit, dass wir wieder ein Update machen. Runde 39. Auf den Stahl Blondes auch. Jetzt wird's aber ein bisschen haarig. Ich nehme jetzt mal die Nägel schon in die Hand. Weil da kommt doch einiges hier. Ja, da müssen wir was machen. Bisschen nachhelfen mussten wir da. Jo, wir brauchen noch eine Spike Factory und diese dann natürlich aufwerten. Aber so lange halten wir nicht mehr durch. Das heißt, hier noch eine. Zack. Und selbstverständlich gleich erweitern. Und das hier auch. So, jetzt sind wir auf dem gleichen Stand hier. Jetzt haben wir die doppelt. Da halten wir ein bisschen besser durch. Und wie ihr seht, es ist auch nötig, ne? War gerade rechtzeitig. Es ist nicht nur leicht mit einer Art von Tower, also kombinieren ist strategisch sehr wichtig. Aber ich wollte mal was Neues probieren und am besten mit natürlich mit meinem Lieblingstower nur Spike Factories. Und natürlich hier diese Bananenfarmen natürlich. Die wir jetzt kohlemäßig übrigens erweitern. Damit wir mehr Moos kriegen. Runde 42. Nächste Runde wird wieder giftig. Runde 43. Die Giftrunde, sage ich mal. Da sind wir schon öfters drauf gegangen. Einige Keramikblooms. Das wird haarig, haarig, haarig. Aber es geht sich aus. Es geht sich aus. Und wir können hier moneymäßig noch was machen. Und jetzt sparen wir aber auf diese 15.1. Das wird echt fällig. Wir sind in Runde 44. Runde 45. Da kommt einiges. Aber es geht sich aus. Runde 45. Wir brauchen ein dringendes Upgrade hier, sonst wird es jetzt wirklich schwierig dann mit der Spike Factory, wenn man die nicht auf Full upgraden. Aber da brauchen wir wirklich nur ein bisschen Moos, sonst wird das nichts. Runde 46, da kommt ein Boss, der hier gleich in die Fresse kriegen wird. Wir schalten auf langsam und zack, Boss weg. Runde 47, Haufen Keramikblooms, das ist schlecht, das ist schlecht. Die machen nämlich Damage wie Sau. Da werden wir nachhelfen müssen. Ich nehme schon mal die Spikes in die Hand, Leute. Jo, sonst haben wir die Arschkarte des Jahrhunderts hier. Das geht nicht ohne Nachhelfen. Jetzt wird es wirklich schon haarig. Ich brauche das Upgrade hier. Ich brauche es ganz dringend. Runde 48. Wie viel brauchen wir? Nochmal gucken. 15.1. Ja, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Nächste Runde wird wieder so giftig. Zur Not eine Bananenfarm spontan verkaufen, dann geht es sich auf jeden Fall aus. Haufen Regenblooms, aber das sollte jetzt kein Problem sein hier. Es wird ohne Probleme aufgehalten. Es sind ja wirklich ein Haufen, aber es geht, es geht.
Haben wir genug? Wir haben genug. Die Frage, diese oder diese? Ich würde sagen, diese. Zack! Voller Upgrade. Los geht's in Runde 49 und vorher noch speichern. Runde 49. Und jetzt wirft sie Spikes aus wie Sau. Da kommt nichts mehr durch jetzt. Da kann noch so viel ankommen. Das hält die jetzt aus. Danach werden wir die zweite upgraden. Ein Boss will mitspielen. Aber recht weit wird er nicht kommen. Zack, weg ist er. Und Keramikblumen kommen auch wieder. Haufen, aber das sollte kein Problem sein. Wir speichern in Runde 50. Können wir auch bald erweitern, dass wir Kohle kriegen. Runde 51. Erweitern wir das, dass wir mehr Moos kriegen. Runde 51. Und Runde 52. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich. Schreibt einen Kommentar, ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andy Let's Play. Tschüss!